Sagst du irgendwas? Stellst du das vor? Ich kann mich auch vorstellen. Okay. Ja, schönen guten Morgen. Freue mich, dass Sie hier heute der Einladung gefolgt sind zu unserem Jahrestag. Ein bisschen sich etwas erzählen zu lassen, einen kleinen Rückblick zu hören über das letzte Jahr nach der Landung von Philae, der ersten Landung auf einem Kometen. Da vielleicht zunächst die Sprecher hier vorstellen, beginnend links von mir, Professor Tilman Spohn vom Institut für Planetenforschung in Berlin. In diesem Institut sind auch drei PI-Verantwortungen für Instrumente auf dem Lander. Eine davon trägt sich selbst für das Instrument MUPUS. Wir werden heute auch ein paar Neuigkeiten hören von den Analysen, die die bekommen hat, von den Daten von MUPUS und auch von anderen Instrumenten. Zu seiner Rechten sitzt Sylvain Loriot. I switch now to English. Er ist our colleague from auf jeden Fall Deutsch, von ESOC. Er wird dann selbst Englisch sprechen. Er ist der Flight Director von Rosetta und natürlich war eine ganz wichtige Verantwortung von ESA, uns am Lander erfolgreich auf dem Kometen abzusetzen. Und Sylvain wird dann später ein bisschen etwas erzählen über die Bahnen, die man mit Rosetta fliegen möchte in den nächsten Wochen und auch in den nächsten Monaten. Und auch ein bisschen, was das bedeutet für den Lander und mögliche Kontakte. Zu meiner Linken, Dr. Kunz Hörz, er ist der technische Manager hier bei uns beim DLR, hat also im weitesten die technische Verantwortung für das Lander-System, wird dann auch ein bisschen etwas erzählen über unsere Versuche, Kontakt zum Lander herzustellen in den nächsten Wochen, wo wir dann nochmal eine ganz realistische Chance haben, Signale voneinander zu empfangen. Ich selbst, Stefan Ullermetz, bin der Projektleiter von Philae Lander, von dem internationalen Projekt und werde auch gleich ein bisschen beginnen hier mit dem Bericht zu diesem Jahrestag. Ist ja ein bisschen auch gefärbt von sentimentaler Erinnerung, war natürlich eine sehr ereignisreiche Zeit, Sie müssen sich vorstellen, ungefähr 10 Jahre Entwicklungsphase, dann ziemlich genau 10 Jahre Großphase für diese Rosetta-Mission, dann mit relativ großer Hektik in ziemlich kurzer Zeit zwischen der Ankunft von Rosetta im August bis dann zur Landung nur wenige Monate und das war auch die Zeit, wo wir den Kometen erst näher kennengelernt haben. Die ganzen 10 Jahre zuvor und auch in der Entwicklungsphase wussten wir so ungefähr die Größe, das ungefähr ein 4 Kilometer großes Objekt. Wir hatten auch ein bisschen eine Vorstellung von der Rotationsperiode, aber wie der Komet aussieht, auch diese sehr bizarre Form, die viele vergleichen mit einer Badeente, das haben wir dann erst kennengelernt im Sommer letzten Jahres. Eine ganz, ganz spannende, ganz, ganz intensive Phase, auch in der Vorbereitung auf die Landung selbst. Ich gehe jetzt zum Rechner, dann kann ich weiterdrücken. Nochmal so ein bisschen, es ist ja ein Jahrestag, Rückblick auch diese Woche rund um die Landung. Ich weiß nicht, viele von Ihnen haben es mitverfolgt, viele von Ihnen haben das sicherlich auch schon gehört. Andererseits, es hat ja nicht alles so geklappt, schon in der Vorbereitung. Wir hatten gewisse Probleme, den Landercomputer zu booten. Wir haben vor der Abtrennung vom Orbiter bereits Probleme gehabt, das Kaltgassystem zu aktivieren. Da ist ein Stickstofftank, den wollten wir öffnen. Der war eben versiegelt, damit man sicher geht, dass der Stickstoff nicht austritt über die 10 Jahre. Das hat nicht geklappt. Das heißt, das Ganze hat schon so ein bisschen schwierig begonnen. Nichtsdestotrotz, genau wie geplant, dann die Separation durchgeführt, eben heute vor einem Jahr um 8.35 Uhr UTC, also vor einem Jahr und einer halben Stunde ungefähr, eine perfekte Separation. Ich muss dazu sagen, dass die vor allem die Arbeiten von Rosetta und den Flugdynamikern von der ESA dazu beigetragen haben, dass wir wirklich ganz genau im exakten Punkt losgetrennt wurden und dann innerhalb von 7 Stunden zur Oberfläche des Kometen runtergesunken wurden.
Touchdown, Touchdown-Signal bekommen, immer noch Radiosignale vom Lander. Das war der Moment, wo der erste Jubel begonnen hat, denn unsere höchste und die größte Angst war eigentlich, dass man bei der Landung irgendwie sich der Lander überschlägt oder dass er in ein Loch fällt und unmittelbar nach der Landung würden wir nichts mehr hören. Wir haben vom Lander gehört, wir haben das Touchdown-Signal bekommen, viele waren begeistert, ich war auch begeistert, aber wenige Minuten später haben wir festgestellt, irgendetwas stimmt nicht. Der Lander ist immer noch in Bewegung und dann hat eben hier vor allem im Landerkontrollzentrum, das war sehr busy, auch der Raum, wo Sie hier jetzt sitzen, waren also vollgepackt mit Wissenschaftlern, mit Leuten, die an diesem Lander beteiligt sind. Und man hat dann sehr schnell analysiert oder zu analysieren versucht, was ist passiert. Ja, der Lander bewegt sich wieder weg vom Kometen und es hat nochmal eine Stunde 50 gedauert, bis der irgendwo, zunächst wussten wir nicht wo, zur Ruhe kam, hat immer noch Daten gesendet. Wir wussten, er ist zwar nicht verankert, aber wir wussten dann, wir sitzen auf dem Kometen, die erste Kometenlandung hat im Prinzip geglückt und wir haben auch die Möglichkeit, einander zu kommandieren und Daten zu erhalten. Das hat dann auch funktioniert, die ganze Zeit über, die diese erste sogenannte Primärbatterie, nicht wieder aufladbare Batterieenergie geliefert hat, ungefähr 64 Stunden ab Abtrennen, haben wir dann ganz spektakuläre Daten vom Kometen erhalten. Das nochmal im Hintergrund, so ein bisschen sentimentales Bild. Das sind Bilder, die vom Orbiter, von der Osiris-Kamera aufgenommen worden sind, wo sie den Lander sehen im Anflug auf seinen ersten Touchdown-Bock. Ähnliche Bilder wurden dann genutzt, auf denen man auch den Lander wieder sieht, wie er wegfliegt. Zusammen mit anderen Daten, einige von den Instrumenten, Magnetometer, Mopus, Thermal Mapper hat da geholfen, zu rekonstruieren, was wirklich passiert ist. Und auch das haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Ich zeige es nochmal, wo man sieht, das war der fast nominale, ganz korrekte Anflug. Dann prallt der Lander ab, ganz flach, relativ flach, zieht er ungefähr 1 Kilometer über diese kraterartige Struktur, dotzt gegen den Krater und endet dann irgendwo hier in einem Gebiet, das relativ schlecht beleuchtet war, aber wissenschaftlich sehr interessant, sehr raues Terrain mit Strukturen, die ein bisschen an Felsen und Steine erinnert, ein Gebiet, wo wir es nie gewagt hätten zu landen, insofern vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, dorthin zu springen und dort dann Messungen durchführen zu können. Das auch nur nochmal als Erinnerung, dass Sie ein bisschen die Dimensionen sehen. Hier die Sonne, hier November 2014, genau vor einem Jahr, dreimal so weit von der Sonne weg wie die Erde. Da hat die Landung stattgefunden. Am 13. August hat Rosetta den sonnennächsten Punkt erreicht. Das war auch die Zeit, wo der Komet besonders aktiv war. Das ist auch die Zeit, wo Rosetta dann, um Spacecraft nicht zu gefährden, ein bisschen weiter weg musste vom Kometenkern, was dann die Kontaktaufnahme zum Lander entsprechend erschwert hat. Jetzt befinden wir uns ungefähr hier, so 250 Millionen Kilometer weg wieder von der Sonne. Der Komet wird weniger aktiv und Rosetta bewegt sich auch wieder näher an den Kometen heran und sich wird das dann im Detail erklären. Ich habe es erwähnt, der Lander ist in der dunklen Stelle gelandet. Wir hatten tolle Messungen, aber eben nur so lang, wie diese Primärbatterie Energie geliefert hat. Dann sind wir in eine Art Winterschlaf, ungeplanten Winterschlaf gefallen, aber wir wussten, Komet und Lander bewegen sich ja näher an die Sonne heran. Irgendwann würde der Zeitpunkt kommen, wo die Sonneneinstrahlung stark genug ist, um den Lander zum einen wieder aufzuwärmen, zum anderen auch genug Strom über den Solargenerator zu liefern, dass wir eine faire Chance haben, dass der Lander wieder aufwacht. Und tatsächlich, am 13. Juni ist es passiert, wir waren alle ganz euphorisch, jetzt sind wir nahe genug dran, jetzt können wir wieder messen, wir haben genug Strom, der Lander ist warm, die ersten Housekeeping-Daten haben auch eigentlich uns angedeutet, dass der Lander in einem sehr, sehr guten Zustand ist, die Systeme gesund waren, die Temperatur sogar ein bisschen höher als geplant. Wir hofften dann für Wochen oder Monate ganz intensiv wieder messen zu können. Leider war dem nicht so. Es ist uns gelungen, insgesamt 8-mal Kontakt mit dem Lander aufzunehmen. Manchmal lesen sie 7-mal. Das liegt daran, dass eine Kontaktaufnahme, da hat man zwar den Carrier vom Signal bekommen, aber keine Daten, also manchmal sammelt man das 7-mal. Insgesamt hatten wir 8-mal Links. Die waren nie stabil, die waren nie besonders gut reproduzierbar. Und der letzte Link war jetzt eben am 9. Juli. Nachher noch ein paar Versuche zur Kontaktaufnahme. Dann ist Rosetta relativ weit vom Kern
weggegangen, eben aus Sicherheitsgründen. Jetzt in den kommenden Tagen, in den kommenden Wochen haben wir wieder eine Situation, wo es eine faire Chance gibt, nochmal Kontakt zueinander aufzunehmen, und wir werden später noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Das ist auch, es ist eine Kurve, wo Sie sehen, den Strom, den die Solarpaneele generieren. Das war aus Housekeeping-Daten die Situation im Mai. Das ist dann die Situation im Juni, wo der Lander aufgewacht ist, und das dann im Juli, wo wir das letzte Mal davon gehört haben. Das ist auch ganz interessant, wenn Sie nämlich beobachten, jetzt ohne ins Detail auf diese Kurven, das sind die Stromkurven der verschiedenen Paneele, einzugehen, dann sehen Sie, dass der Anfang dieser Kurve, der Beleuchtung, der wandert. Und das kann man in zwei Arten interpretieren. Zum einen, dass der Lander sich bewegt hat, ein bisschen gekippt sein könnte. Ja. Zum anderen, dass sich das Terrain geändert hat, dass da irgendein Brocken weggefallen ist. Also irgendwas hat sich da getan, ist ganz spannend, ist aber natürlich auch schwer, nur jetzt aus der Bestromungskurve abzulesen. Es wäre ganz toll, ja nochmal Bilder und Daten zu bekommen, worauf wir ja alle hoffen. Das ist eine Rekonstruktion, wo man ein Digital Terrain Modell, also ein digitales Modell vom Kometen genommen hat und den Lander da hinein platziert. Die Ausrichtung kennen wir ja von den Rohmachtdaten, den Magnetometerdaten. Wir haben auch die Beleuchtungskurven. So ungefähr stellt man sich vor, dass der Lander im Terrain ist. Das ist ein ähnliches Modell. Das sieht nur jetzt so schön aus, weil das so ausgerichtet ist, dass der Lander brav hier steht. Also er ist ein bisschen gelehnt, relativ zum Gravitationsvektor, zu so einer Höhle, zu so einer Wand, und daher auch die schlechte Beleuchtung. Das ist schon die Folie, mit der ich dann zu meinem Kollegen konkret überleiten möchte. Das ist die Kurve der heliozentrischen Distanz, also Distanz von Komet bzw. Lander zur Sonne, und hier die grünen Punkte, das sind die Signale, die Zeiten, wo wir Kontakt mit dem Lander hatten. Wir befinden uns hier und wir sehen jetzt November, Dezember, sind wir durchaus noch in einem Bereich, wo wir davon ausgehen dürfen, dass genug Strom auf dem Solargenerator fällt, und wir sollten die Hoffnung keineswegs aufgeben, in den nächsten Tagen und Wochen nochmal Kontakt zu erhalten. Aber das ist Stichwort, und ich möchte gerne überleiten zur Konferenz. Vielen Dank. Also wie Steffen gerade erzählt hat, gab es das letzte Kontakt am 9. Juli. Seitdem haben wir leider nichts mehr gehört. Da gab es natürlich auch die Tatsache, dass Perihelion, also den sonnennächsten Punkt, immer näher gekommen ist, und entsprechend müsste Rosetta sich immer weiter vom Kometen entfernen. Wir wissen aus den Kontakten, die wir hatten, dass die Kommunikation etwa bis 200 Kilometer Abstand funktioniert. Rosetta hat sich langsam entfernt und ist dann aus diesem Bereich rausgegangen, und somit haben sich auch die Kontaktmöglichkeiten irgendwann gegen Ende Juli für viele erstmal geendet. Nachher hat Rosetta auch ein paar Excursion ausgeführt für wissenschaftliche Zwecke, wo sie bis 1500 Kilometer vom Kometen entfernt war. Und nachher ist sie langsam wieder am Kometen rangekommen. In diese Zeit, wo es keine Kontaktmöglichkeiten gab, hat das technische Team hier in Köln zusammen mit Partnern in ganz Europa sich die Daten, die wir bekommen haben, ganz genau angeguckt. Also für uns war natürlich ein großes Problem die Tatsache, dass es nur 7-mal konkret Kontakt gab, wo wir, ich glaube, etwa 80 bis 90 theoretische Möglichkeiten hatten. Das war natürlich sehr unzufriedenstellend, und wir haben uns die wenige Daten, die wir bekommen haben, ganz genau angeguckt. Wir haben da verschiedene Sachen gesehen. Einige davon sind damals schon kommuniziert worden, zum Beispiel, dass ein der beiden Signalempfänger ein Hardware-Problem hat. Er schaltet nicht mehr an. Wir vermuten, der hat einen Kurzschluss, aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen wird er von einem Mechanismus automatisch ausgeschaltet. Wir haben auch gesehen, dass von den beiden Sender immer nur einer benutzt wird, obwohl manchmal es zu erwarten war, dass der zweite Sender mal aktiv werden müsste. Und da vermuten wir auch, dass es eine Art von Kurzschluss gibt. Wir waren immer davon ausgegangen, dass der
der Transmitter, der Sender, der immer funktioniert hat, immer auch einwandfrei funktioniert hat. Die tiefergehende Analyse, wo man wirklich bis in die Hardware-Details reingehen müsste mit den Entwicklern von Hardware, haben ergeben, dass auch im Vorfeld manchmal den Sender nicht einwandfrei funktioniert hat. Also wir wussten beim letzten Kontakt, gab es da etwas Auffälliges, wo der Sender von der Software eingeschaltet worden ist, aber hat etwa 17 Minuten gebraucht, um tatsächlich einzuschalten. Wir haben, also das war für uns natürlich auffällig. Wir haben das weiter untersucht und die Untersuchungen haben auch gesehen, dass es zum Beispiel zwischen dem ersten und zweiten Kontakt am 14. Juni, da fehlte ein Kontakt. Damals wusste keiner wieso. Wir haben da jetzt in die Datenanalyse gesehen, dass viele zwar Signale von Rosetta bekommen hat, aber und hat auch versucht, das heißt, die Software hat versucht zu antworten, durch den Sender einzuschalten, aber aus Hardware-Gründen ist der nicht eingeschaltet. Zurzeit gibt es noch keine genaue technische Erklärung, welche Komponente in dem Sender kaputt sind oder vielleicht irgendwelche Schaden abgekriegt haben. Da arbeitet der industrielle Partner, der das Gerät entwickelt hat, noch weiter daran. Deswegen macht es für uns auch schwierig, eine Vorhersage zu machen, ob das sich vielleicht irgendwann auch wieder verbessern kann oder verschlechtern. Also das ist sozusagen, was wir in diesen Monaten untersucht haben und basierend auf den Ergebnissen haben wir jetzt eine Strategie vorbereitet für die kommenden Kommunikationsmöglichkeiten, da Rosetta jetzt wieder in einem Bereich ist unter 200 Kilometer, wo es theoretisch zur Kommunikation kommen könnte. Und um sozusagen die Wahrscheinlichkeit nochmal Kontakt aufzunehmen, so groß wie möglich zu machen. Wir haben zum Beispiel, Sie haben es vielleicht schon mal mitgekriegt, die Möglichkeit blind zu kommandieren. Das heißt, normalerweise sendet Rosetta Signale an Philae, Philae bekommt die und antwortet und so entsteht eine Zweirichtungskommunikation. Dann würden wir auch Daten von Philae empfangen. Weil ja der Sender Probleme hat, können wir uns auf einen Mechanismus verlassen, wo nur eindirektional etwas geschickt wird. Also Rosetta schickt Kommandos an Philae und Philae versteht, dass es kein Link aufbauen, also keinen Kontakt aufbauen sollte, aber dass die Kommandos trotzdem ausgeführt werden sollen. So haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel Software-Patches, also Softwareänderungen, ganz kleine Softwareänderungen, zu entwickeln, die zum Beispiel etwas bewerkstelligen. Da haben wir als erstes konkrete Beispiel, was wir auch diese Woche, weil es gibt diese Woche theoretisch Kontaktmöglichkeiten, haben wir schon mal ausgeführt, dass wir den Onboard-Computer sagen, dass die redundante, also die Ersatz-Power-Subsystem-Teile benutzt werden sollten. Also das heißt, das Power-Subsystem wird natürlich auch von sozusagen kleinen Computer gesteuert und automatisch wird immer die Hauptseite benutzt, wenn da keine Probleme sind. Also wenn die Kommunikation zwischen Power-Subsystem und Onboard-Computer funktioniert. Aber um auszuschließen, dass es vielleicht beim internen Probleme gibt, beim Einschalten von Geräten, vom Trend-Sender zum Beispiel, haben wir uns entschieden, auf die redundante Seite zu schalten, um zu gucken, ob das sich was ändert. Wir haben es ein bisschen gestern am 11.11. gemacht, wir werden es heute Abend nochmal versuchen. Gestern hat es offensichtlich noch nicht geholfen. Aber das ist eine der Möglichkeiten, die wir jetzt in Hand haben, um was zu probieren. Eine andere Möglichkeit, die wir ausgearbeitet haben, ist durch so eine Software-Manipulation zu provozieren, dass der Sender, der immer ausbleibt, absichtlich ein- und ausgeschaltet wird. Das hört sich vielleicht nicht so technisch an, aber wir haben Begründungen dafür, dass
dass es häufiges Ein- und Ausschalten etwas provozieren könnte, sodass er vielleicht dann wieder einschaltet. Also das haben wir jetzt noch nicht ausgeführt, das haben wir aber in der Planung und das kann auch versucht werden. Darüber hinaus haben wir auch gesehen, dass der Sender, der funktioniert, manchmal nicht einschaltet. Also wir haben die Kontaktmöglichkeiten, die Kontaktversuche so gestaltet, dass der Sender häufig ein- und ausgeschaltet wird. Wenn er einmal an ist und ein Kontakt kommt zustande, bleibt er natürlich auch an, aber wir werden es so gestalten, dass da häufig versucht wird. Erfolg von diesen Versuchen werden wir natürlich erst in einigen Wochen sehen. Ich habe gerade erwähnt, wir haben jetzt diese Woche noch bis zum 14. Kontaktmöglichkeiten, dann wieder Ende November vom 27. bis zum 5. Die Erwartung ist, dass die Rosette dann schon mal wieder tiefer sein wird, also näher am Kometen. Und dann wird es noch über die Weihnachtsperiode, so Ende Dezember, Kontaktmöglichkeiten geben. Also bis dahin müssten wir auf jeden Fall, wenn alles in Ordnung ist oder wenn es funktioniert, noch was von vielen hören. Im Januar wird es langsam auch schwierig für viele, weil wie man dort sieht, man kann es nicht direkt erkennen, aber wir haben zurzeit noch etwa 4 Stunden, also geschätzte 4 Stunden Tag am Kometen, wo viele stehen. Das läuft langsam zurück bis auf 3 Stunden im Januar. Aber weil der Komet sich von der Sonne entfernt, wird die Intensität immer geringer. Also das heißt, die verfügbare Energie wird geringer. Zurzeit erwarten wir immer noch, dass wir etwa, das ist ja auch geschrieben, etwa 30 Watt Peakleistung haben. Das wird im Januar bis 15 Watt zurücklaufen. Aber auch thermal gesehen läuft die Temperatur vom Länder täglich weiter runter. Und wie Sie vielleicht noch wissen, vor dem Wake-up war minus 45 Grad die kritische Temperatur, wobei der Länder erst einschaltet. Beim Zurücklaufen gibt es einen Pegel von minus 51 Grad. Und wenn die interne Temperatur in diesem Bereich kommt, dann wird es auch schwieriger für viele jeden Kometentag einzuschalten. Damit hat sich dann die Mission langsam, also die viele Missionen sind langsam beendet und wir können es nicht genau vorhersagen, aber wir erwarten, dass das irgendwo im Januar Mitte bis Ende, vielleicht Anfang Februar passieren wird. Das war eigentlich mein Zukunftsausblick. Okay, so good morning to everybody. Sorry, I need to switch in English. My German is not good enough. I'm going to start with saying that okay, we have conflicting needs between not only Philae but all the other instrument teams. They want to be, most of them, as close as possible to the comet. I'm the first one. I'd like to be back at 10 kilometers bound to the comet. But unfortunately, the comet is an active body. It's not about gassing. There's a lot of dust flying around the comet, around the spacecraft. And this has forced us to change completely the way we operate the spacecraft. That was back in March this year. We had very, very severe issues with what we call the star trackers. They are devices which look at the sky and try and recognize the stars they see in the field of view and compare this to maps they have on board. And this allows Rosetta to position itself in space. Unfortunately, there's so much dust around Rosetta that the star trackers were unable to recognize the stars anymore, and we ended up in very severe conditions. The star trackers are behaving fully nominally, they're fully according to specifications. There's nothing wrong with them, there's nothing we can do about the issues either, but basically this has forced us to move away from the comet and to operate the spacecraft completely differently. Just to give you an idea, we were having a trajectory plan 4 to 8 months ahead, no flexibility at all, very rigid. And we had to throw this out completely. And today, we decide on the trajectory, mainly on the distance to the comet, twice a week. Yeah, so dramatic changes from 4 to 8 months to basically twice a week. This has had many consequences on my team, my colleagues here at ESOC.
but obviously, of course, the my colleagues in Spain who do all the science planning and all the instrument teams, and we've had to adapt to this. So, as Kool and you said, we had to move out, basically waiting for the activity of the comet to reduce. So the reduction in activity is not symmetrical to perihelion. So the perihelion was the closest point to the sun was in August. The activity started to decrease in September. So only then would we gradually start and go close to the comet. I've actually been quite surprised. A few weeks ago, we were about 460 kilometers away from the comet, and today we're at 170. So as has been said, back to comets, or to Philae contact distances. It's been a bit of a surprise to me. I didn't think we could go down that fast. Let's hope it continues this way. In the next days, we'll be transitioning to a new type of trajectory, which is called the terminator. The terminator is the plane around the comet, which separates day and night. And for Rosetta, for the spacecraft, this is the best possible plane. The spacecraft is far less exposed to the outgassing of the comet, to the dust, and so it's far better to operate. So the plan is today that within the next 10 days we'll be even below 150 kilometers, maybe better. So all the conditions now are ideal for PLA contact. So let's see what happens. So we have a trajectory plan up to early April next year. So it's a succession of terminator plane orbits, other orbits a bit more inclined, so a lower phase angle. We'll also be doing a far excursion in March next year. One of the instruments wants to go and look at the tail again, so we'll be going at 2,000 kilometers from the comet. This will be in March, takes about a month. So this is the current plan. So we have now basically high-level goals from the scientists. They tell us this is what we would like to fly, and so this is what we try to achieve, and we leave open the distance to the comet. And we decide this twice a week. Can we go down, or do we have to move out? Operating Rosetta around the comet, basically we just do two things. We control two things, the relative speed between the comet and the spacecraft, and the distance. And by doing this, we can just basically fly wherever we want around the comet. So the plan now is until April. The end of mission will be on end of September, 30th of September. The main reason is power. As you can see on the previous plot, we're back at very far away from the sun, so back at hibernation entry distances. But unfortunately, a new hibernation is not possible this time because the spacecraft is going even further away from the sun. So basically, end of September is our deadline. There won't be already then. It will be tough from a power situation because there will be less power available. So there will have to be power saving measures within all the instruments. The Earth will be also very, very far away. So we'll have reduced science data volume, if you want. And the plan is still being analyzed. You have to realize that this is actually for us, for my flight dynamics colleagues in ESOC, is more challenging than lander delivery. We want to fly several weeks as close as we can, so far below what we've done before, which is 10 kilometers. We have to go to bound orbits, just a few kilometers above the surface. And there, the gravity potential of the comet, the irregular shape, the ununiform gravity potential has a significant role on the trajectory of Rosetta, with huge variations and huge changes to be expected. So we'll have to adapt how we upgrade the spacecraft there. So the idea is to go as low as possible for several weeks before the 30th of September. And then as a final, we'll just give a last impulse and we'll go in collision course with the comet. And that will be the end. So I think that's more or less what I wanted to say. Basically, the trajectory requests and the needs from the scientists oscillates between covering the day and the night side of the comet. Sorry, the morning and the evening side of the comet. This is what happened on the terminator plane. And covering basically all the possible latitudes around the comet, so north and south. So this is the plan in the coming months. Okay. Thanks. Also ich kann halt auch noch sagen, dass alle Wissenschaftler wollen nahe ran. Aber wir wollen natürlich auch nicht das Spacecraft gefährden, das ist schon klar, also jedenfalls nicht vor der Zeit. Ja, ich habe ein paar Folien
mitgebracht. Mir obliegt es jetzt ein bisschen zusammenzufassen, was wir rausgekriegt haben. Wir sind aber noch dabei, also auszuwählen, das muss man dazu sagen. Ich werde mich also ein bisschen auch auf den Lander konzentrieren. Hier sehen Sie natürlich den Churi, den haben Sie ja schon oft genug gesehen. Vielleicht nochmal, was wollten wir eigentlich mit dieser Mission? Was waren sozusagen die Hauptziele? Die Hauptmotivation für diese Mission war ja, einen Baustein des Sonnensystems zu untersuchen, physikalisch und chemisch auf das Genaueste unter die Lupe zu nehmen und rauszukriegen, was wir sozusagen aus den Eigenschaften, sowohl den chemischen sicherlich vielleicht im Vordergrund, als auch den physikalischen Eigenschaften über die Entstehung des Sonnensystems lernen können. Obwohl die Auswertungen noch im Gange sind, ich meine, das Messprogramm ist ja auch noch im Gange, kann man schon sagen, da gibt es also schon einige Erkenntnisse, die man gewonnen hat. Das Zweite, was man wollte, ist zu verstehen, wie Kometen funktionieren. Jeder kennt diese Schweife, den Schweifstern, nicht? Und es ist ja schon mal wunderbar, dass der riesige Schweifen aus so einem kleinen Eisbrocken kommt. Und wie das genau funktioniert, ist letztendlich das, was viele von uns umgetrieben hat. Das geht auch wieder auf die chemischen und physikalischen Eigenschaften des Kerns zurück. Aber die Wechselwirkung mit dem Sonnenwind ist dann von Bedeutung. Ja, was wissen wir? Also wir haben hier mal zusammengestellt die reinen Daten. Das kann man natürlich nachlesen und ist vielleicht als Zahlenmaterial jetzt nicht ganz so spannend, aber Sie sehen halt die Größe, also einige Kilometer groß, ein recht kleiner Körper. Die interessante Form, die der Komet hier hat, hat zu einer Debatte geführt, wie es denn dazu gekommen ist. Und zurzeit scheint sich also die, so finde ich das zumindest, die Stimmung dahingehend zu entwickeln, dass man sagt, also okay, das ist ein sogenannter Contact Binary, das heißt, es sind eigentlich zwei Kometenkerne mindestens, die dann sich also dann hier zusammengefunden haben und der kleinere rechts, ich kann das nicht so gut bedienen, der kleinere rechts und dann der größere, die dann letztendlich über so eine Kontaktstellen dann zusammengewachsen sind. Damit in Konkurrenz ist nach wie vor die Theorie, dass das ein Körper war, der aber dann, ist nicht gut verstanden wieso, aber dann mehr oder weniger entlang dieses Halses abgenagt worden ist, weil da besonders viel beobachtet, auch besonders viel Aktivität dort. Und das ist sozusagen dann das Apfelkotzenmodell. Ja, auch das ist noch nicht völlig außen vor, aber wie gesagt, also die Stimmung scheint sich also dem zuzuneigen, dass wir tatsächlich zwei Kometenkerne haben, die zusammen gehaften. Ne? Was auch interessant ist, vielleicht hat man das nicht von vornherein gedacht, man hat durchaus erwartet, dass dieser Kometen Trabanten haben könnte. Ja? Aber das ist nicht der Fall. Also man hat ja eine sehr hohe Dynamik im Sonnensystem und es gibt auch kleine Körper, die ihre Monde haben. Und dieser Körper hat also keinen Mond. Interessant war auch festzustellen, dass der Rotationszustand dieses Kometen, also er rotiert ordentlich um eine stabile Drehachse. Man hätte vielleicht gedacht, er taumelt durch die Gegend. Das tut er nicht. Er hat also eine ganz merkwürdige Rotation, obwohl, wenn man also sich die Massenverteilung anguckt, ist er nicht mehr so merkwürdig. Sie sehen diese blaue Linie an der rechten Seite, darum rotiert er. Die Rotationsachse macht eine Präzessionsbewegung, also eine Kreiselbewegung. Auch das ist durchaus so zu erwarten, also 52 Grad stark geneigt. Das heißt, man hat also Jahreszeiten und die Jahreszeiten sind uns natürlich dann auch spielen gegen uns für die Zeitdauer, wie Kohn schon gesagt hat, die dann unser Lander dann Sonne bekommt. Der ist chemisch inhomogen, also das konnte man feststellen, im Wesentlichen durch die Orbiterinstrumente, die ihn natürlich aus der Distanz beobachten. Ein interessanter Punkt, der schon relativ bald herausgefunden worden ist und der hinspielt auf diese Frage, was lernen wir daraus über die Entstehung des Sonnensystems auf der Erde, ist das sogenannte Deuterium-zu-Wasserstoff-Verhältnis. Das ist, da gibt es die Vorstellung, dass das Wasser auf der Erde von Kometen kommen könnte.
Und das kann man am besten feststellen, indem man das Wasserstoff, Deuteriumswasserstofffeld, also zwei Isotopen von Wasserstoff, im Wasser der Erde vergleicht mit denen von Kometen. Und wenn also die Kometen das Wasser gebracht haben, dann sollten die gleich sein. Ist aber nicht der Fall, zumindest bei diesem Kometen nicht. Das heißt, also man kann heute ausschließen, dass das Wasser auf der Erde zumindest von dieser Familie von Kometen gekommen ist. Natürlich hat man nur ein Exemplar, nicht? Sie könnten also immer noch sich rausreden können, sagen, naja, es sind nicht diese Kometen, es sind dann eben andere Kometen. Aber dennoch, also die Vorstellung, dass also die Kometen letztendlich das Wasser auf die Erde gebracht haben, haben zumindest einen gewissen Schlag erfahren. Ja? Also das ist jetzt nicht mehr ganz so gestützt durch Beobachtung. Man muss dazu sagen, dass diese Beobachtung nicht singulär ist. Es gibt also auch andere Beobachtungen von Kometen. Es gibt ein Beispiel, wo das tatsächlich passt, und bei den anderen Beispielen passt es nicht. Das heißt, also, es neigt sich ein bisschen davon weg. Wir haben auch ein hohes Staub-zu-Eis-Verhältnis, was also interessant ist. Wir hätten eigentlich vielleicht eher das andersrum gedacht, aber das ist eine interessante Feststellung, und da muss man auch ein bisschen überlegen, was das im Wesentlichen bedeutet. Ich glaube, dass die Diskussion hat gerade erst begonnen. Eine ganz interessante Geschichte, womit wahrscheinlich keiner gerechnet hat, ist also hier da auf der linken Seite zu sehen, und das ist auch nur ein Beispiel von einigen, dass es so eine Art Dünen gibt auf dem Kometen. Also man muss sagen, die Betrachtung dieses Kometen aus der Nähe und was es dort an für Formen auf der Kometenoberfläche gibt, ist schon sehr faszinierend für uns. Wir hatten uns den Kometen sehr viel homogener und in gewisser Weise glatter vielleicht vorgestellt, also jedenfalls weniger variabel in seiner Oberflächenmorphologie. Und diese Dünen da, die sind also in gewisser Weise ein Rätsel, weil ja letztendlich die Luft, wenn Sie so wollen, oben dort so dünn ist, dass Sie sich eigentlich nicht unbedingt vorstellen können, dass dort Winde sind, die dann diese Dünen aufwerfen können, so wie man das also von der Erde beispielsweise kennt. Also inzwischen gibt es also einige Vorstellungen darüber, beispielsweise dahingehend, dass also wenn der Komet sehr stark ausgast, dann Unterschiede im Druck entlang der Ebene dann vorhanden sind und dadurch sozusagen kurzfristig dann Winde entstehen können, die dann helfen, Material, was also sonst losgelöst ist durch auftreffende Teilchen, dann zu solchen Dünen dann aufzuformen. Also Sie sehen, wir haben da einiges zu knacken. Jetzt ein bisschen mehr auf den Lander hin, also da rechts sehen Sie jetzt, das ist jetzt mein Instrument, sozusagen für das ich verantwortlich bin, das ist dieser Hammer, der also ausgefahren worden ist, so zumindest haben wir es einen Meter weit geschafft, wir wollten eigentlich ein bisschen weiter weggehen, und sich dann in den Boden reinhämmern sollte, um letztendlich die Energiebilanz an der Oberfläche des Kometen zu messen. Das ist uns nicht gelungen, wir konnten also nicht eindringen, vielleicht sind wir ein paar Zentimeter eingedrungen, aber nicht mehr. Wir wollten also 40 Zentimeter eindringen, was für uns eine große Überraschung war, weil wir uns nicht vorgestellt haben, dass der Komet uns so viel Widerstand entgegenbringen würde. Das heißt also, das ist eine unerwartet harte Oberfläche, dort wo wir dann gelandet sind. Aber man muss sagen, dass wir inzwischen herausgefunden haben, auch aus der Strukturanalysen von anderen Stellen, dass offenbar diese Härte nicht überall so ist, sondern dass es Strukturen gibt, die tatsächlich sehr viel eher nachgeben und letztendlich zu solchen Geröllhalden führen, wie man es also jetzt hier beispielsweise sieht. Nicht? Und das heißt, es muss also Erosionsmechanismen geben auf dem Kometen, die letztendlich zu solchen Lawinen, Gesteinslawinen, oder jetzt sind es dann Eislawinen, führen. Nun, also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit wenn man in die Alpen geht, da sieht man ja auch, dass Gesteine sind sicherlich fest, aber man hat trotzdem diese Geröllhalden. Aber der Mechanismus, den man sozusagen hier auf der Erde hat, der funktioniert da jetzt so nicht. Also wir müssen uns da schon was anderes überlegen. Wir haben jetzt auch, da werde ich nachher noch drauf kommen, gefunden, dass diese Oberfläche, diese harte Oberfläche möglicherweise nicht repräsentativ ist insgesamt für den Kometen, das haben wir eigentlich auch erwartet, sondern nur für eine obere Schicht, sondern dass es darunter möglicherweise, und das ist nicht unerwartet, sehr viel lockerer zugehen kann. Die Temperaturen an der Landestelle sind also unkomfortabel für uns hier auf der Erde, minus 180 bis minus 140 Grad Celsius.
Wir haben auf dieser harten Schicht nochmal eine dünne Staubschicht. Diese dünne Staubschicht ist dünn, dort wo wir jetzt gelandet sind, ist aber an anderen Stellen sehr viel dicker. Aber nicht jetzt Meter, so, ja, wie man befürchtet hat. Ja. Man hat ja befürchten können, dass wir möglicherweise in einer Staubschicht irgendwie versinken. Die Wärmeleitfähigkeit ist sehr niedrig des Materials, was also auf eine poröse Struktur hindeutet, porös, aber fest. Und das drückt sich dann auch in der thermischen Trägheit aus. Das ist so ein bisschen eine Größe, die Planetenphysiker gerne verwenden, aber die man nicht so ohne weiteres ins direkte Leben setzen kann. Das ist letztendlich ein Maß dafür, wie schnell eine Fläche so mal heiß wird, wenn ich also drauf strahle. Das ist sozusagen die Trägheit da drin. Interessant ist auch, dass wir keine Magnetisierung des Kometenkerns gefunden haben, in keinster Weise. Man hätte ja sich erwarten können vielleicht, dass es dort magnetisierte Staubteilchen gibt. Aber zumindest bis auf die Größe, wo man dann hinmessen kann, ist das nicht der Fall. Und das ist interessant, weil man schon gedacht hätte, dass das Magnetfeld in der frühen Entwicklung des Sonnensystems eine ordnende Rolle spielt. Und der Staub in gewisser Weise magnetisiert ist und deshalb eine Wechselwirkung da gibt, aber das stützt das zumindest nicht. Ja, und schließlich hat man all die Elemente, die man fürs Leben braucht, also dieses CH, also Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Phosphor, das hat man alles auf dem Kometen gefunden. Das ist natürlich kein Hinweis darauf, dass das Leben auf dem Kometen entstanden ist, bis ja auch manchmal postuliert wird. Aber die Bausteine, die primitiven chemischen Bausteine sind da. Hier ist auf der rechten Seite, ich möchte ganz kurz eingehen, so ein Tagesgang der Temperatur auf dem Kometen. Also die blaue Linie, das graue darum ist die Fehlergrenze. Sie sehen, wie man also dann von 90 Kelvin, also das sind dann 180 minus 180 Grad Celsius, dann der Tag, der Temperatur ansteigt. Sie sehen diesen Peak, das ist also ein Lichtstrahl, der dann auf unser Instrument gefallen ist und wie dann plötzlich die Nacht kommt und dann die Temperatur wieder sinkt. Das hatten wir jetzt schon gesehen. Ja, das möchte ich Ihnen noch ganz kurz zeigen als ein neues Resultat. Wir sind immer noch dabei auszuwerten, auch wenn es jetzt schon ein Jahr vorbei ist. Und meine Kollegen, der Herr Knappmeier und Herr Seidensticker, die haben jetzt mit ihr Team, haben jetzt seismische Daten publiziert und ausgewertet. Wir könnten jetzt diesen, wenn mir einer hilft, können wir den Sound des mal kurz reproduzieren. Und zwar, was die gemacht haben, ist, also wir haben einerseits natürlich gehorcht, was gibt der Komet sozusagen von sich an Cracks, die durch thermische Spannung entstehen. Aber sie haben auch auf unseren Hammer gehört. Und was wir jetzt hier hören, ist also ein Hammerschlag. Ja? So hörte sich das dann für das Seismometer auf dem Kometen an. Wir haben noch ein zweites. Da brauchen Sie schon sehr gute Ohren, um das zu hören. Da sind zwei Schläge drauf. Einmal. Warum sind die so unterschiedlich? Wir haben mit verschiedenen Stärken gehämmert. Also wenn wir jetzt vielleicht gerade nochmal auf die, können Sie gerade noch die Präsentation. Wir haben mit verschiedenen Stärken gehämmert. Wir sind schwach angefangen, weil wir wussten, wie fest das ist. Und dann haben wir als wir nicht reinkamen, haben wir die Intensität gesteigert. Und dieser erste Schlag, den wir jetzt gehört haben, war eigentlich einer, der später kam. Aber ich habe Ihnen wollte ihn vorführen, weil der einfach deutlicher zu hören ist. Nochmal die Präsentation, die ich eben hatte. Ja, genau. Okay, jetzt sind wir wieder da. Ja, gut, dann müssen wir jetzt wieder vorblenden. Ja, also das sind dann so diese Wellen, die man dann registriert. Und was interessant ist, also unsere Kollegen von der Kamera waren eigentlich davon überzeugt, dass einer dieser Füße nicht in der Luft, aber frei hängt. Ja. Aber die Seismometer-Leute stellen fest, sie haben an allen Füßen ein Signal. Das heißt, es kann nicht sein. Der muss aufsitzen. Und da muss man also jetzt nochmal auf die Bilder gucken und muss mal dieses Rätsel, also diesen Widerspruch dann lösen. Ne? Genauso ein Widerspruch ist in dieser Weise, dass die Seismologen jetzt hier ein Schermodul finden von 1 Megapascal. Der würde eigentlich entsprechen einer Festigkeit des Bodens, die deutlich kleiner ist als das, was MUPUS
glaubt gesehen zu haben. Ne? Aber wir sind an der kleinen Stelle. Und die Wellengeschwindigkeit ist auch relativ niedrig. Das deutet auf ein poröses Eis hin, das würden wir auch so sehen, aber dann eigentlich mehr gröllartig und nicht so gesintert fest, wie wir das glauben. Nun, eine erste Interpretation hat sicherlich mit den Modellen von Kometenkernen zu tun. Also Sie sehen, das ist so eine, denken wir schon länger, ein Konglomerat von Eis und Gestein und dann mit Gas innen drin. Aber was man vielleicht daraus machen kann, und Sie sehen, ich bin kein Computer-Artist, ja, aber das ist sozusagen mein Versuch von gestern Abend. Was ich damit sagen will, ist, wir haben wahrscheinlich zumindest bei Albedos haben wir eine Staubschicht, die ist dort nur wenige Zentimeter dick, wenn sie überhaupt da ist. Also sind nicht so ganz klar, ob das, denn die Kameras sehen das nicht. Sie kann an anderen Stellen deutlich dicker sein, aber bei Albedos zumindest ist es sehr dünn. Darunter könnten wir eine Schicht aus gesintertem Eis haben. Also das entsteht dadurch, wenn also der Komet verdampft, dann geht ein Teil des Gases raus und ein Teil geht nach innen, rekondensiert wieder und macht das Ganze fest. Und unter dieser gesinterten Schicht ist dann möglicherweise lockeres Eis. Und die seismischen Wellen, die wir gesehen haben, die messen alles, aber wenn die gesinterte Eisschicht, also dann im Vergleich zu einer Skala von 10 Metern, die sozusagen erfassen, relativ klein ist, aber es ist nur ein Meter, ja, dann ist die Wellenausbreitung im Wesentlichen von dem lockeren Eis bestimmt. Und so könnten dann die oberen Meter dieses Kometen aussehen. Also dünne Staubschicht, darunter eine feste gesintete Eisschicht, vielleicht. Das ist schwer, eine Zahl vorzugeben. Und darunter eher lockeres Material. Und das würde dann auch durchaus dann möglicherweise die Dinge in Einklang bringen mit dem, was unsere Kollegen aus der Morphologie mancher Geröll halten. Ja gut, also zusammenfassend, es gibt sehr viele Kometen im Sonnensystem. Wegen der geringeren Veränderung an der Oberfläche sind sie interessant im Hinblick auf die Entwicklung des Sonnensystems, sind vergleichsweise wenig erforscht. Der CG, also der Jury, ist ein Komet, der aus dem Kuipergürtel kommt, also weit draußen reingekommen ist und jetzt in dem Jupitergürtel, also das ist eine Gürtel von Kometen in der Gegend, hängen geblieben ist. Deshalb ist es eigentlich ein Körper, dessen Ursprung deutlich weiter draußen liegt. Ja gut, und Ergebnisse werden publiziert. Also es gab inzwischen zwei Sonderausgaben in Science und jetzt ist die schon erschienen oder ist sie noch? Die ACTA ist noch im Review-Prozess, okay, aber für ANA Astronomy und Astrophysics, ja. Da gibt es eine spezielle Ausgabe. Die sind jetzt auch, ja. Ja gut, und damit möchte ich schließen. Gut, ja, danke. Und ja, also ob du das moderieren möchtest oder. Alles kommt drauf an, waren jede Menge Infos. Vielleicht erstmal, wer noch Fragen hat an einen von den Vieren. Ansonsten kann man das auch mit Einzelinterviews machen, wenn Sie es aufnehmen wollen. Generell noch Fragen zu irgendeinem Thema? Eine Frage. Woran hat es denn nun damals gelegen, dass der Lander nicht auf den Kometen richtig niedergegangen ist? Waren die Harpunen kaputt? Oder waren sie rekonstruiert? Waren sie eingerostet im Laufe der fast 10 Jahre? Oder lag es am Boden? Professor Strom, der harten Boden. Also es wäre jetzt recht schön, wenn man den Kometen die Schuld geben kann. Also zunächst mal, der ist ja richtig gelandet. Das Problem ist, wie Sie auch andeuten, dass die Harpunen nicht gefeuert haben, zum anderen, dass dieses Kaltgassystem nicht funktioniert hat, dass der Lander auf die Oberfläche drücken hätte sollen. Nun, was die Harpunen betrifft, die haben nicht gefeuert. Ja, es hat also nichts mit der Kometenoberfläche und mit dem Boden zu tun, die wurden nicht abgeschossen. Wir haben versucht, das Problem zu analysieren, das ist natürlich ein bisschen schwierig a posteriori zu machen. Und es bleiben eigentlich zwei Möglichkeiten offen, warum die nicht gefeuert haben. Das eine ist, es könnte daran liegen, dass das Schießpulver, die Nitrocellulose, die ja jetzt 10 Jahre im All war,
degradiert ist. Und daher, ja, dann würde man sagen, also das Pulver ist nass geworden. Genau, das Pulver ist nass geworden, würde man sagen, wenn man privat wäre. Es ist jetzt natürlich nass geworden, aber es ist 10 Jahre durchs All geflogen und hat möglicherweise deshalb nicht mehr ordentlich gezündet. Nicht mehr ordentlich gezündet kann auch bedeuten, dass die Filamente, die das zünden sollen, also das ist so ein bisschen wie ein Glühbirnendraht, der dann diese zünden sollte, zu schnell durchgebrannt ist, bevor die Granulen von dem Pulver von der Nitrozellulose gezündet werden. Eine andere Möglichkeit, die man nicht zu 100% ausschließen kann, ist, dass diese Zünder überhaupt nicht bestromt wurden. Das ist nämlich etwas, was man aus logischen Gründen nicht testen kann. Also ob das Pulver zündet, das kann man nur einfach sagen. Ne? Und es könnte also auch sein, dass genau bei diesem Teil der Elektronik, der dann vom Strom zu den Filamenten zündet, ein Fehler war. Kann auch jetzt wieder sein durch die lange Kursphase, könnte ja auch schon vorher beim Start passiert sein, das ist ganz schwer zu rekonstruieren, dass die nie bestromt wurden und es deshalb nicht zur Zündung gekommen ist. Ja. Die zwei Möglichkeiten bleiben offen. Tatsache ist, beide Harpunen haben nicht gefeuert und daher ist der Lander auch nicht verankert, weder an seinem ersten Punkt noch dort, wo er jetzt sitzt. Erklärt es nach vorne. Bitte? Hinfahren, nachgucken. Genau, Feuerzeug. Ja, man sollte vielleicht sagen, es gibt ja diese Hinweise, dass der Lander sich bewegt hat. Ne? Also ja. Und die Seismologen sehen auch, dass die Füße sich möglicherweise verschoben haben sollen. Wenn sie mehrere Signale analysieren, sind dann auch die Lauflänge ein bisschen unterschiedlich, was dann bedeutet, dass der rutscht. Der ruckt und so. Oder ist gerutscht halt. In den 60 Stunden ein bisschen. Ja. Also man kann natürlich noch mehr gerutscht sein. Ja. Aber das, oder vielmehr, das muss eigentlich in den 2 Stunden gewesen sein, wenn jetzt auf den Lupus gehört haben. Ja, sonst noch irgendwelche allgemeinen Fragen? Ja. Das ist eine curiosity. So the expectation for the lander on the comet is that it will be active, okay, operational probably until end of January. But the real end of mission will be when the ESS, which is the unit dedicated to the lander on the orbiter, will be switched off. For that decision, do you propose a date or you just wait for ESA proposing a date? I would ask ESA to keep the ESS, just for general. Now, this ESS is the electrical support system, so this is what we need to listen to the lander, if the lander is sending signal. And I would propose to keep to stay in this listening mode, maybe even longer than January, as long as there is no power or EMC problem on the orbiter side. That doesn't cost much, it's just a unit which we switch on, and if the lander, for whatever reason, even if it in a greater distance to the sun, happens to try to communicate with us, we would not miss it. Obviously, after January, February, March, the chances go very close to zero. At some point, we can switch the ESS off, certainly at the point where they start to get power problems on the orbiter, we can switch it off because it requires some power. Thomas Kölsch, Generalanzeiger. Ich bin leider ein paar Minuten später gekommen, falls also die Frage schon beantwortet wurde, bitte ich um Entschuldigung. Aber die Tatsache, dass der Lander ja nicht an der Stelle tatsächlich verankert wurde, wo er ursprünglich hätte landen sollen, sondern dass er eben noch ein paar Sprünge gemacht hat, Ist das für Sie letzten Endes eher Glücksfall oder eher Pech gewesen? Also es ist natürlich mit Nachteilen verbunden. Ein Hauptnachteil war, dass der Lander an einem Ort gelandet ist, letztendlich, der sehr schlecht beleuchtet war und wir daher nicht sofort nach dieser sogenannten First Scientific Sequence, also nach diesen 60 Stunden, weiter messen konnten, basierend auf den Daten vom Solargenerator. Es ist auch ein bisschen ein Glücksfall dabei, da kannst du vielleicht mehr dazu kommentieren, weil wir erstens mal an 2 Punkten messen konnten
zum anderen aber letztlich gelandet sind in einem Gebiet, das sehr wissenschaftlich sehr interessant ist, ein sehr raues Gebiet. Wenn man die Shiva-Bilder sich anschaut von der Kamera, sind das so Strukturen, die ein bisschen an Felsen erinnern. Also es ist ein spannendes, raues Gebiet, wo wir uns nie getraut hätten zu landen, eben weil es sehr rau ist. Aber vielleicht aus guten Gründen haben wir uns da nicht getraut. Ja. sicher, meine, das für die Abenteuerlustigen unter uns ist das schon ein tolles Gebiet. Aber also ich persönlich wäre lieber an der anderen Stelle gelandet und hätte dann die nach der First Science die Long Term Science Sequences gehabt, die wir ja dann alle verloren gegangen sind. Insofern ist vielleicht das Pech überwiegt das schon etwas. Ne? Aber man muss dazu sagen, es ist trotzdem eine wahnsinnig spannende Mission gewesen, auch wenn wir nicht alles haben machen können, auch wenn nicht alles funktioniert hat. Aber bedenken Sie mal, das ist ein Abenteuer, überhaupt da rauszufliegen und versuchen, auf so einem Körper zu landen und so ein kleines Ding da hinten runterzubringen, sicher, und es dort zu verankern und so weiter. Und insofern müssen wir sagen, was wir dann letztendlich bekommen haben, ja, dafür ist schon fantastisch. Wir werden noch ein bisschen mehr haben wollen, durchaus, ja, aber was wir schon bekommen haben, ist die Aufregung wert gewesen. Ich frage auch deshalb, weil ich gelesen habe, dass wenn der Lander an der normalen Stelle gelandet wäre, da schon Sachen viel früher durchgebrannt wären, weil viel größere Sonneneinstrahlung gewesen wäre. Das heißt, dass man jetzt überhaupt nicht mehr die Möglichkeit hätte, nochmal Kontakt zu viel Leer aufzubauen. Das ist richtig. Der wäre vermutlich irgendwann zwischen April und Mai überhitzt. Aber natürlich hätten wir zwischen November und April und Mai sehr viel messen können. Ja, das ist der Punkt. Dann würde ich sagen, wenn wir das beenden, wenn ich noch ein Teilgespräch und uns aufnehmen möchte, ich habe kurz Bescheid. Danke, dass Sie da waren.